Daniel, läufst du? Und ich laufe, ja. Sämtliche Einwürfe erwünscht sind, ne? Wenn irgendjemand was verbessern möchte, ja, wenn jemand uns was Falsches gesagt hat. Möchte, ja. Oder es besser weiß. Es ist besser bei die fette Orgel da heute? Nein. Zumindest, ich habe gelesen, es ist die beste in Europa. Was? Das ist korrekt. Ja. Ganz schön modern. Ja. Willkommen schon mal bei Mia Plus Live in der Philharmonie in Essen mit der größten Orgel Europas, wie wir gerade erfahren haben. Teilweise ist es abgehängt, sonst könnte man den Anblick nicht ertragen. Diese Orgel ist so groß und so großartig, dass man die regelmäßig abhängen muss, sonst würde man einfach umfallen. Sie kann sich in einen Roboter verwandeln. Ja. Und sie kann sich in einen Transformer verwandeln. Wir sind heute hier, um über das Thema zu reden. Musik, was soll das eigentlich? Zu Gast haben wir professionelle Musiker, zum Beispiel Gunnar Spies von der Band Mia. Freut mich sehr, guten Tag. Mieze Katz, Sängerin der Band Mia. Tommy Finke, Sänger der Band Tommy Finke. Wie kamst du auf den Namen? Und natürlich Andy Penn, Gitarrist der Band Mia. Professionelle Musik, wie kommt man darauf, so einen Wahnsinn sich anzutun, überhaupt das zu verfolgen? Ich meine, es ist so schwer, Erfolg zu haben, trotzdem habt ihr alle vier es gewagt. Na, Tommy? Schieß mal los, bin mal gespannt. Es ist ja im Regelfall so, dass man irgendwann an den Punkt der Entscheidung kommt, wo man merkt, man hat so viel Passion da reingelegt bisher und man hat zwar noch nicht viel Geld damit verdient, aber die Reaktion, die man darauf bekommt, was man da tut, ist so großartig, dass man eigentlich nichts anderes machen möchte. Und wenn man dann die Chance hat, dass man irgendwie weitermachen kann, dann muss man halt irgendwie greifen, ne? Egal wie klein der Zipfel ist, den man zieht. Du kannst dich damit identifizieren? Ich finde Sachen gut, wie man hat eigentlich gar keine andere Wahl. Mhm. Und egal wie groß der Zipfel ist, an dem man zieht. Ja, aber es stimmt. Also es kommt der Moment, wo du dich entscheidest, wo du dich entscheiden musst, wo auch so viel Zeit drauf geht für Probe, Studio, Schreiben. Dann musst du wissen, ist Musik, bleibt Musik jetzt Hobby oder investierst du eben alle Zeit und alles Geld, was du hast, da rein. Und wir haben diesen Schritt zu fünft gemacht. Wir haben ja sehr, sehr schnell, das heißt schon von Tag 1 fast an, mit einem Label zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit mit dem Label heißt Platten, heißt auch professionelle Ebene betreten. Meine Wahrnehmung hat sich so in den letzten 4-5 Jahren dazu so ein bisschen verändert, weil ich finde das so, dass man echt auf keinen Fall diesen Hobbygedanken vergessen darf bei der Sache. Also wir haben während der Schulzeit angefangen Musik zu machen und nach der Schule habe ich ein bisschen auf dem Bau gearbeitet und nebenher die Band gemacht, Gunnar hat gekocht noch. Und das war aber eigentlich, hat Gunnar in dem letztmöglichen Moment eigentlich erst das Kochen aufgegeben. Quasi, also es gab irgendwie so Wochenende, da haben wir Gunnar freitags irgendwie um 18 Uhr abgeholt und montags um 9 wieder, abgeliefert in der Küche. Also quasi, er war ja zwischendurch gar nicht zu Hause, aber wir waren halt auf Tour. Und ich finde, dass diese Art von Realitätsbezug immer noch total wichtig ist, weil ich finde, dass so sowohl das, was man so wahrnimmt von so Deutschland sucht den Superstar auf der einen Seite, aber auch so von so einer Art dritter Generation junger deutscher Bands, finde ich das schwierig. Da kommt so eine Ehrgeiz, der ist dabei, der schwingt bei allem, was da gemacht wird, mit. Der nämlich schon in einem Moment, wo man eigentlich anfängt, sagt, ich will professionell sein. Das ist, finde ich, eigentlich total so ein bisschen das Ziel verfehlt. Das eigentlich will man Musik machen. Und der nächste Schritt ist, dass man überlegt, wie man es hinkriegt, dass man Musik machen kann. Und das, davon leben kann. Na, das ist eigentlich eine Frage, die kommt immer darauf an, wie alt man ist, wenn man anfängt, Musik zu machen. Also ganz ehrlich, mit 18 habe ich mir noch nicht drüber nachgedacht, ob ich davon leben kann. Weil man vielleicht keine Miete bezahlen muss. Genau. Ich muss nicht mit 18 Miete bezahlen, aber mit 20. Und ich habe ja, bevor ich bei Mia gespielt habe, 10 Jahre Musik gemacht. Also auch mit genau der gleichen Intensität, mit genau der gleichen Passion auf jeden Fall. Und hatte auch, also komischerweise genauso wie du, auch das Gefühl, dass ich das nicht wirklich ausüben kann, sondern dass ich das aus irgendeinem Grund machen muss. Und habe halt, damit ich das machen kann, gekocht. Das hat mich dann sozusagen, das hat mich finanziell so freigestellt, dass ich wirklich die Musik machen konnte, die ich machen wollte. Und also nicht darauf angewiesen war, weil du sagst, dass sozusagen der Schritt ganz schnell kommt, mit Musik Geld zu verdienen. Das ist auf jeden Fall, das ist natürlich sozusagen so ein verborgenes Ziel da hinten. Als erstes will man aber sowieso auch nur gehört werden. Also man will
dass Leute einen hören. Genau, und irgendwann muss man sich es aber leisten können, dass die Leute einem eben auch hören. Also muss die Miete bezahlen. Genau, entweder man organisiert sich total anders und sagt, also zum Geldverdienen müssen wir was anderes überlegen. Gibt es ja auch. Oder es kommt also sehr, sehr glücklich zusammen, wie es bei mir ja der Fall war. Also man, natürlich klingt dieser Weg auch sehr, sehr lang und es war auch ein langer Weg und es war, also es ist nicht von heute auf morgen passiert, aber an sich ist die Art und Weise, wie sich gerade, also die Band Mia, also eigentlich schon nach 5 oder 6 Jahren Bandbetrieb auch so installiert hat, also als, sagen wir mal, als Kollektiv von Leuten, die alle an der gleichen Seite des Seils ziehen und die auch das Glück haben, dass sie also mit den Leuten, mit denen zusammen Entscheidungen treffen, so viele Sachen richtig gemacht haben, dass sie dann wirklich tatsächlich, dass die Vorstellung, man kann jetzt davon leben und es würde was werden, irgendwie nach 5 oder 6 Jahren schon mal da war. Das finde ich an sich sehr, sehr, das ist sehr stringent und ging eigentlich doch sehr schnell. Also es gibt viele Bands, die noch länger wursteln und die dann, die es dann vielleicht auch noch mit ganz viel Glück und ganz, ganz toll Hurra nochmal schaffen. Also die aber super viele Musiker-Nebenjobs, die habt ihr alle nicht gehabt, oder? Ja, also komplett Bau und Garderobe. Das ist eigentlich Winterdienst. Winterdienst, wo Bob gerade von hinten rein. Was machst du? Ich arbeite bei einer Antivirensoftwarefirma im Callcenter, einem Bochum ansässige. Und wenn ihr dann anruft, ich habe Probleme mit der Software, dann könnte es gut sein, dass ich da berate. Berate und parallel noch Musiktipps verteilst. Nee, das darf ich nicht. Da. Das wird mir schon zu verstehen gegeben, dass das da viel am Platz ist. Product Placement. Private Schleifenmusik ist auch leider nicht von mir.